Der Bayerische Landtag hat in erster Lesung einen Gesetzesentwurf der Grünen zur Einführung eines Polizeibeauftragten für den Freistaat mit breiter Mehrheit abgelehnt. Also es war eindeutig kontra Polizeibeauftragter, weil wir ihn nicht brauchen. Alle Fraktionen außer die Antragsteller haben signalisiert, dass sie jetzt in den Ausschussberatungen und dann natürlich auch in der zweiten Lesung beabsichtigen, diesen Polizeibeauftragten, den die Grünen wollen, nicht zu unterstützen. Und auch wir als CSU-Landtagsfraktion, wir sagen eindeutig, wir brauchen ihn nicht. Die DPOLG Bayern hatte sich von Anfang an dafür stark gemacht, dass so ein Polizeibeauftragter, wie ihn die Grünen gerne eingesetzt hätten, abgelehnt wird. Ja, wir finden die Installation eines Polizeibeauftragten für überflüssig. Es ist kein Mehrwert zu erkennen aus dem Gesetzentwurf der Bündnis 90 Grünen zur Einrichtung eines solchen Polizeibeauftragten. Und was keinen Mehrwert hat, das lehnen wir ab. Bei über 40.000 Polizeibeschäftigten in Bayern ist es gerade einmal bei einer niedrigen zweistelligen Zahl zu Verfehlungen im Dienst gekommen, so Holger Dremel in seiner Rede im Landtag. Medial wird die Polizei dennoch unter Generalverdacht gestellt. Ein Generalverdacht wird im Endeffekt hier durch die Bündnis 90 Grünen nochmal bestärkt, denn es ist ein Mosaikstein, eine gewisse Blaupause, die in allen Landesparlamenten und auch im Bundestag für die Bundespolizei gefordert wird, dass hier ein Polizeibeauftragter installiert werden soll. Die Grünen selbst waren es, die zur neuen Legislatur die Zahl und Ausstattung der Beauftragten des Landtages einkürzen wollten. Nun fordern sie selbst einen weiteren Beauftragten und das, obwohl es bereits genau für solche Fälle einen passenden Beauftragten gibt. Wenn man jetzt bewusst an den Bayerischen Landtag denkt, muss man sagen, wir haben bereits einen Bürgerbeauftragten der Bayerischen Staatsregierung. Das ist der Kollege MDL Michael Hofmann, der nimmt diese Tätigkeit bereits wahr. Und an den können sich sowohl die Bürger wenden, als auch jeder Polizeibeamte und jede Polizeibeamtin wenden.